Wir können's nicht zulassen, dass wir Deutschen so ein Buch bekommen. Kinderschänder laufen rum und wir hätten nichts unternommen. Detlef S., Josef Fritzl, wen's auch in der Hose kitzelt. Wären wir woanders, dann wärt ihr schon auf der Todesliste. Ich denk darüber nach, wenn ich in meiner Wohnung sitze. Was sagt das über uns aus, Leute, ohne Witze? Wir haben's ignoriert, keiner hat protestiert. Ich stelle klar, das Ganze stoppt jetzt hier. Ein Appell an die Lehrer, Freunde und Nachbarn. Morgen geschehen Dinge, weil wir heute nicht wach waren. Keiner hat hingesehen, jeder hat nur weggeschaut. Hinterher ist man immer schlau, das Ganze regt mich auf. Alle sind im Bilde, sie haben was im Schilde, verhalten sich wie Wilde, die Bestrafung ist zu milde. Manche wollen es verdrängen, denken es wäre minder schlimm. Manche kämpfen immerhin, weil es unsere Kinder sind. Sie haben uns nichts getan, warum ist ihre Unschuld in Gefahr? Sie haben es uns 100-mal gesagt, denn es sind ja unsere Kinder. Und beim Leben als erwachsener Mensch, da muss man dafür einstehen, was man denkt. Dafür ist uns ihr Lachen ein Geschenk, denn es sind ja unsere Kinder. Das geht deutschlandweit raus in aller Deutlichkeit. Viele Leute wissen nicht mehr, wer ist Freund und Feind. Denn ich schau täglich Nachrichten, ARD und ZDF, Zeitungen, Meinungen, war da wird doch jedem schlecht. Polizei behandelt es mit Tatendrang nach Schema F, bis die Presse es für ein paar Tage dann in Szene setzt. Du hast dein eigenes Kind jahrelang gequält für Sex, das Thema ist tabu für euch. Schade Mann, ich geh nicht weg. Sie sind verflucht und ich werde blind vor Wut. Wie kann man sowas seinem Kind antun? Im Internet suchen viele der Perversen ihre Opfer. Die Kleinen sind die Zukunft, ihre Wärme, die ist kostbar. Lernen wir es nochmal oder wird es immer sein, dass man hört von irgendeinem würdelosen Schwein? Wahrscheinlich so wie sonst, kehrt man es nur unterm Tisch. Glaub mir, nachher wundert's dich, denn es sind ja unsere Kids. Sie haben uns nichts getan, warum ist ihre Unschuld in Gefahr? Sie haben es uns 100-mal gesagt, denn es sind ja unsere Kinder. Und beim Leben als erwachsener Mensch, da muss man dafür einstehen, was man denkt. Dafür ist uns ihr Lachen ein Geschenk, denn es sind ja unsere Kinder. Es sind doch unsere Kinder, so unschuldig wie Schnee. Ihre Seelen sind verwundet und es tut ihnen so weh. Mann, es sind doch unsere Kinder, so unschuldig wie Schnee. Und sie hatten doch ihr Schicksal in unsere Hand gelegt. Warum? Sie haben uns nichts getan. Warum ist ihre Unschuld in Gefahr? Sie haben es uns 100-mal gesagt, denn es sind ja unsere Kinder. Und beim Leben als erwachsener Mensch, da muss man dafür einstehen, was man denkt. Dafür ist uns ihr Lachen ein Geschenk, denn es sind ja unsere Kinder. Sie haben uns nichts getan. Warum ist ihre Unschuld in Gefahr? Sie haben es uns 100-mal gesagt, denn es sind ja unsere Kinder. Und beim Leben als erwachsener Mensch, da muss man dafür einstehen, was man denkt. Dafür ist uns ihr Lachen ein Geschenk, denn es sind ja unsere Kinder.